Themenparks stehen niemals still. Deswegen gehen wir nun in ein News-Recap für die Woche 41, 2021. Kurz in eigener Sache. Wenn ihr Lust habt, euch mit Gleichgesinnten auszutauschen oder Fragen zu Parks und Fahrgeschäften habt, dann schaut doch ruhig mal im Discord vorbei. Alle Kanäle für Diskussionen sind offen und kostenlos. Ebenfalls gibt es einen freien, offenen Sprachkanal, in dem wir uns ab und an zu kleinen Talkrunden treffen können. Kostet nix, also schaut ruhig mal rein und tobt euch aus. Highlights der IAAPA-Konferenz. Die ganz große Messe-Trade-Show der International Association for Attractions Industry oder kurz IAPA oder so findet zwar erst Mitte November in Orlando statt, jedoch brachte bereits der europäische Ableger einige Neuerungen ans Licht. Daher möchte ich kurz ein paar Highlights zusammenfassen. Zamperla kündigte in diesem Rahmen einen neuen Flatride an. Die Neuentwicklung mit dem Namen Blendis setzt auf mehrere bewegliche Achsen, welche die Fahrgastträger in die verrücktesten Bewegungen versetzen. Besonders herausgestellt wird die Tatsache, dass dieses Fahrgeschäft keine aufwendigen Fundamente benötigt und so verhältnismäßig einfach in den verschiedensten Umgebungen errichtet werden kann. Von Husrides kommt die Ankündigung für ein neues futuristisches Modell des Breakdance. Auffallend ist hier besonders, dass man nun über 5 Drehkreuze mit je 4 Fahrgastträgern die Kapazität erhöht und der Operator eine Kanzel im Zentrum des Fahrgeschäftes besetzt. Optisch ist das Konzept dann aber sicher mal wieder Geschmackssache. Von ETF Ride Systems, bekannt durch ihre Dark Ride Systeme für unter anderem Efteling Symbolica und Wallaby Belgiens Popcorn Revenge, bringen das Konzept der recht frei fahrenden Gondeln nun aufs Wasser. Der Aquamover erinnert an ein klassisches Splash-Battle, hat aber, wenn man dem Trailer glauben darf, die Möglichkeit der freien Manöver auf vordefinierten Flächen, wie sie von den Trackless Dark Rides bereits bekannt sind. Das könnte lustig werden, ich liebe deren Dark Ride-Systeme. Bayernpark bekommt neuen Eingang. Der Bayernpark in Reisbach, welcher zuletzt mit dem Freischütz Launch Coaster und dem Freefall Tower Voltrum auf sich aufmerksam gemacht hat, bestätigt nun offiziell auf der eigenen Facebook-Präsenz einen neuen Haupteingang. Der bisherige Eingangsbereich mit lediglich 4 Kassen reicht dem Park inzwischen nicht mehr aus. Deswegen wird man nun das Wachstum der letzten Jahre mit einem großen neuen Eingang begleiten und somit die Kapazitäten und Abfertigung an den Kassen deutlich erhöhen. Das Konzept-Artwork kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Jumanji Dark Ride im Gardaland. Das Gardaland hat nun eine Webseite für die neue Attraktion in der ehemaligen Ramses-Halle veröffentlicht. Dementsprechend handelt es sich um einen Dark Ride mit genannter Lizenz. Die neue Attraktion soll kommendes Jahr eröffnen. Derzeit scheint noch etwas unklar, wer die Technik und Gestaltung liefert. Durch Konzepte könnte aber durchaus Zierer für das Ride-System in Frage kommen. Was nahelegen würde, dass auch hier die Leisure Expert Group die Konzeption der Gestaltung übernehmen könnte. SeaWorld Texas erhält größten Screaming Swing. Auf dem eigenen Twitter-Kanal hat es SeaWorld offiziell gemacht. Man eröffnet im Jahr 2022 den weltweit größten Screaming Swing von S&S. Midway Mayhem hat auch direkt noch die Daten geliefert. So wird die Ausschwunghöhe bei etwa 41 Metern liegen und dabei eine Geschwindigkeit von etwa 110 km/h erreichen. Bis zu 40 Fahrgäste haben hier pro Durchlauf Platz. Donkey Kong erweitert Nintendo Land. Durch eine Pressemitteilung von Nintendo selbst ist es nun offiziell. Das Nintendo Land in den japanischen Universal Studios wird um einen Donkey Kong Bereich erweitert. Der bekannte Affe aus der Nintendo Spielewelt zieht vermutlich im Jahr 2024 die Gäste in eine verrückte Dschungelwelt. Das Konzept der Nintendo World scheint für alle Beteiligten höchst erfolgreich zu sein. Und mit Donkey Kong soll dies nun ausgebaut werden. Das war das News-Recap für die Woche 41, 2021. Wenn es genug Nachrichten gibt, dann bringe ich euch nächsten Sonntag eine neue Zusammenfassung. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, lasst mir doch ein Like, Abo oder Kommentar da. Ihr könnt mir außerdem auf Facebook und Instagram live in die Parks folgen und verpasst dort auch kein Video. Für Kontakt und Diskussionen schaut doch gerne im Discord vorbei.